So, YouTube. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu Geotastic. Ja, wer es kennt, kennt's. Wer es nicht kennt, wird es kennenlernen. Wir machen 3 Runden Geotastic. Wir werden irgendwo abgesetzt, müssen genau herausfinden, wo wir sind. Dafür haben wir unendlich viel Zeit, weil ich lasse mich nicht gern beschränken zeitlich. Und ja, das sind die Einstellungen von Geotastic. Einfach geotastic.net. Ihr könnt alle auch selber spielen, auch for free. Nicht alle Modi, da muss man mal gucken. Ansonsten eigenen Key hinterlegen könnt ihr auch für die API. Dann könnt ihr, glaube ich, eh alles machen. Und ich würde sagen, los geht es. Start Local Game und mal gucken, wo es uns heute hin verschlägt. Runde 1. Okay, das wird dauern. Das wird dauern. Philippinen, oder? Ich würde Philippinen sagen. Lightro sagt, bei dir muss man nur das Gegenteil wollen, dann bekommt man das, was man will. Das ist durchaus wahr. Das könnte sogar klappen. Okay, doch keine Philippinen. Thailand. Oder irgendwas anderes. Ja, okay. Thailand. Ich hätte wegen des Motorrads eher auf Philippinen und der Wege getippt. Und wir sind wirklich im Nirgendwo. Und Thailand ist schon eine harte Nuss. Da müssen wir uns ranhalten. Hier genau herauszufinden, wo wir sind, da waren die anderen Runden der letzten beiden Folgen ja wirklich Pipi-Kram gegen. Ah, wir sind auf eine große Straße gekommen. Puh, das ist ja... Oh, ey, also heute muss ja mein Glückssack sein. Ich fahre zu 100% in die falsche Richtung, obwohl es eine 50-50-Chance ist. Nicht? Wer es versteht, versteht's. Aber heute fahre ich zu 100% in die richtige Richtung, wo die Schilder stehen. Das ist ja auch mal was. Das heißt, morgen ist Weltuntergang. Wenn ich so viel Glück habe, kann die Welt eigentlich nur morgen explodieren, würde ich sagen. Ah, da ist der kleine Stein. Wir wissen, der Stein des Glücks sagt uns, wo wir sind. 3016 sind wir. Also ich wusste eine Zeit lang mal genau, wo welche Straßen waren. Weil ich wirklich einmal 2 Stunden eine Sache in Thailand gesucht habe. Hier unten waren 4000er, dann ging es so auf 4100 und dann kommen die 3000er. Hier oben eher 2000er. Und trotzdem gab es einige, die bunt gemischt waren, nicht wahr? Aber mal gucken, vielleicht sehen wir die 3016 relativ schnell diesmal. 3400. Und es war oft auch so nicht, dass hier unten war die eine und da oben war die andere. Also die Zahlen liegen durchaus nicht zusammen. Weil hier unten sind zum Beispiel 3100 irgendwas, 3320. Aber selbst wenn hier 3015 wäre, könnte die 3016 im Norden sein. Das hat, glaube ich, keine tiefere Logik. Ich glaube, die gehen nach wann die Straßen gebaut wurden oder sowas. Ja, ganz wild auf jeden Fall. Aber da ich aktuell keine Ahnung mehr habe, wo die Straßen großartig waren, müssen wir leider rumgucken. Ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal so in Thailand waren. Ich glaube, vor 5 Monaten, ja. Das ist also schon ein bisschen her, leider. Oh Mann. 3032, 3011, nicht? 3086, 3090. Und wenn man nicht aufpasst, wir waren mal auf dieser Straße hier. Und das ist halt super schwierig denn zu finden.
Weil ich bin dann immer auf, glaube ich, ich, nee, hier haben wir gestartet, genau, wir haben auf der gestartet und sind dann immer auf der gelandet. Und das zu sehen, ich habe halt überall geguckt, aber nicht dieses kurze Stück hier oben, dass da einfach eine Straße lang lief. Okay, haben wir denn noch mehr Hinweise? Ich meine, viel mehr werden wir nicht kriegen. Im Osten sind keine Berge. Wir sind relativ flach. Das würde schon für die Ecke hier sprechen. Hier. Können aber auch natürlich für das hier irgendwo sprechen. So, ab hier kam eher die Vierer. Mit vereinzelten 3000ern dazwischen und manchmal auch 1000ern oder 2000ern dazwischen. Und die 3015 ist nicht die auf dem Schild. Nicht? Also, das muss man auch. Es gibt noch Schilder, die haben dann blaue Schilder. Und die 3015 kann durchaus doppelt vorkommen, diese blaue. Das, da habe ich mich einmal reingeritten in die Scheiße. Da habe ich die irgendwie da oben gefunden und da unten war sie. Das ist, da dachte ich auch, danke für nix. Was hatten wir? 3016, nicht? Shit. Mann. Nix gönnt einem. Wir können höchstens anhand der Landschaft das noch ein bisschen eingrenzen. Vielleicht indem wir einen Berg im Hintergrund irgendwo finden, an dem wir uns orientieren könnten. Einmal hatten wir auch hier so eine kleine Zwischenstraße einfach nur. Ich meine, vom Bebauungsgrad kommt das hier schon gut hin, wo wir sind. Wie geht's eher in die Tausender hoch? Ich hoffe nicht, dass das so eine 3000er ist, die irgendwo mittendrin auftaucht. Das wäre so richtig scheiße. Ich meine, an sich ist es sehr gut sortiert, nicht? Also zumindest grob. Ja, die 3016, zum Beispiel hier ist eine 2000er, nicht? Obwohl hier alles 3000er sind. Hier ist eine 4000er, obwohl hier 3000er sind. Das ist auf jeden Fall, hier sind 1000er. An sich, grundsätzlich haben die irgendein System, was dann wieder torpediert wird. Auf einer Insel, denke ich, sind wir nicht. Weil da war wirklich nur Tourismus pur. Ja, irgendwo hier. Wir könnten die nächste Nebenstraße noch ansteuern. Vielleicht gibt es da eine. Da ist sie. Das ist nur ein so ganz kleines Ding hier.
Das kann hier aber nicht sein. Das glaube ich fast nicht. Wir sind ja nicht mitten in der Stadt, obwohl hier eine Stadt natürlich anders ist als bei uns. Wenn wir jetzt vielleicht irgendeinen Laden oder so finden. Aber nichts Eindeutiges. Ein Hotel wäre am allerbesten. Oder ein Guesthouse oder sowas. Oh, da war ein braunes Schild. Was stand da drauf? Da hinten ist es. Da kommt es erst. Ah, so ein Stadtschild? Nee, ist Werbung. Oh, aber das ist doch super hier. Das ist 2016, Ecke. Wenn wir das wissen, hier steht sogar Militär. Das ist aber eine Figur, nicht? Alles klar. Ich war kurz verwirrt. Hä? Ja, das ist eine Figur. In welche Himmelsrichtung das verläuft? Auch gut. Nord-Süd. Unsers West-Ost. Jetzt gucken wir einfach, wie die große Straße hier heißt. Da ist schon der kleine... Ist die 212 angeblich. Das ist die 1. 311. Das macht mich wieder unglücklich. Nicht, dass die hier irgendwie über eine der anderen mitläuft. Hier geht sie weiter. Hier geht sie runter. Wo verschwindest du hier? Und hier löst sie sich auf. Tja. Und in die Richtung auch nicht. Und 212 sehe ich hier auch nicht. Wobei das... Es könnte schon... Die hier sein irgendwie. Also sie wirkt sehr, sehr groß, nicht? Das könnte schon Autobahn eher sein. Ich fahre mal zum nächsten Stein. Vielleicht ist ja ein bisschen herausstechender. Dann haben wir auf jeden Fall ein Schild, aber können wir wahrscheinlich eh nicht lesen. Tourismusinformationen. Oh, ganz ehrlich, das ist gar nicht doof. Weil da stehen Sachen auf Englisch dran. Können wir da reinfahren? Oder ist die nächste links? Ich glaube, die ist nächste links. Hier rein, nicht? Da kommen wir nicht rein. Schade. Ich bin mal, ich weiß gar nicht, wann das war, auch an irgendeinem Tourismusbüro vorbeigefahren. Und da stand halt genau, wo man ist, eine Wanderkarte. Und dann wusste man sofort, wo es ist. Das ist natürlich nicht schlecht gewesen. Da stand dann Bezirk, Ort. Und zwar so, wie es auch auf Google steht und nicht wie die das hier definieren. Also die definieren das natürlich richtig und Google falsch, aber wäre schon lustig, wenn irgendwann Landesgrenzen anhand von Google bewertet werden. Aber Google sagt, das gehört uns. Ach so, na gut, wenn Google das sagt. Was haben wir denn hier? Border Patrol. Police Unit 2442. Okay, an der Grenze. Hier wären wir auf jeden Fall an keiner Grenze. Außer an der Grenze hier.
Die Straße geht Ost-West. Wir sind nicht über Wasser gefahren, nicht? Wahrscheinlich gibt es noch eine 3016. Oder sie kommt nochmal woanders raus. Da ist nochmal ein Stein, da können wir nochmal gucken. Was steht auf dir? Ja, da stehen auch, welche Städte kommen, nicht? Aber die kann ich halt nicht lesen. Da steht auch 212, sofern ich das sehe. Ja, können wir das nicht lesen. In 500 Metern Toiletten, das ist gut. Also wer jetzt muss, muss jetzt bitte sagen, dass er anhalten muss für eine Toilettenpause. Ich halte die nächsten 5 Kilometer nicht an. Letzte Chance für euch. 15 Minuten schon, oh weh. Ich glaube, wir sind ganz woanders. Und bitte aufpassen, Elefanten kreuzen die Straße. Caution, Wildlife Crossing. Eine Schiene oder so wäre vielleicht gar nicht schlecht. Anhalten! Muss rausspringen und wieder reinlaufen. Noch haben wir die Toiletten noch nicht erreicht. Oh so. Das hier sieht doch aus wie so eine Schienendings oder irgendwas. Aber vor was soll es mich warnen? Vor Wildlife? Da hinten kommen die Toiletten. Wir sind gleich da. Keine Sorge. Noch kurz zurückhalten. Google wird uns nicht weiterfahren lassen. Highway Information Service. Okay, wir sind da. Kurz rausspringen. Da hinten sind die wunderbaren öffentlichen Toiletten. Viel Spaß dabei. Ich gucke mich hier so lange um, ob wir irgendwelche Informationen abgreifen können. Aber ich glaube, bessere Informationen als die Straßen selber können wir gar nicht mehr bekommen. Fliegt da ein Vogel in der Straße? Ich hinterfrage das nicht. Da wollte ich gar nicht lang. So, wir fahren weiter. Alle wieder an Bord. Wer nicht an Bord ist, kann nicht mitkommen. Hier ist ein großer Tempel. Buangkang Highway Depot. Buangkang. Ist hier Buangkang in der Nähe? Ich glaube nicht. Buangkang. Das macht doch mehr Sinn. Hier ist auch die 212. Sehr gut. Und das macht doch Sinn wegen Border Patrol. Okay. Hier bin ich auf jeden Fall dabei, dass wir hier sind. Und guckt euch an, es gibt hier nämlich eine 3012 im Blau, eine 3015 im Blau. Und lass mich mal raten, es gibt eine blaue 3016 hier irgendwo, die auf diese doofe 212 auffahren wird. Die Frage ist nur, wo? 314. 349. 315. 316. Hier fahren wir auf. Aber hier ist nicht die 212 mehr. Hier ist die 212. Hier sind wir raufgefahren. Nord-Süd, wir und Bengo Bongo. Ich sag ja, das ist echt. Aber warum die nicht im Blau? Gut, die war da, wo wir raufgefahren sind bei der 212, da war sie im Blau, auf dem Stein nicht. Ich glaube, das war das, was mich beim letzten Mal auch reingerissen hat.
weil ich den nicht die Einfahrt gefunden habe von der Straße, sondern nur diesen Stein. Und dann bin ich nämlich zur weißen drei irgendwas und dann war es aber eine blaue. So war das nämlich. Genau, wir sind diesmal aber auf der blauen 316, nicht auf der weißen. Aber die 212 ist zum Beispiel weiß. Also das ist ein System. Okay, das heißt, wir kommen irgendwo hier aus Watschan Pindarati Pitidjatsch. Warum habe ich das hier abgespeichert? Weiß es nicht mehr. Okay, das wird jetzt ein Abenteuer. Jetzt wissen wir ungefähr, wo wir sind. Ja, das war auch schon alles. Jetzt können wir nur noch über Richtung das eingrenzen. So, also in den Osten kommen wir in den Dschungel. Fahr mal rein zur Toilette. Nee. Niemand will zur Toilette rein. Ihr könnt da selber reinlaufen. Oh, das ist wichtig. Im Osten ist der Mekong. Wahrscheinlich. Das heißt, da sind wir jetzt irgendwo. Aber da wäre doch noch eine große Straße gekommen. Interessant. Wie kommen wir von der 316, ohne die 234 zu kreuzen, hierhin? Und in die andere Richtung, gut, wir kommen irgendwie durch das Dorf dahin. Es geht hier auch nicht links und rechts. Okay, da ging es weiter nach Südosten. Das heißt, wir könnten schon. Ah, hier sind überall Häuser. Ich würde ja sagen, wir stehen hier drin. Und wir sind jetzt hier hingefahren. Und das sind die beiden Häuser hier oder so. Dann stehen wir doch wahrscheinlich direkt auf der 234 hier. Oder das ist die 234. Was anderes bleibt ja fast nicht übrig. Weil hier kommen wir direkt ohne neue Straße zum Mekong. Ich würde sagen, das ist die Straße hier. Aber wir kommen ja aus dem Dorf. Also eigentlich, irgendwie passt das nicht. Es passt einfach nicht. Vielleicht sind wir auch hier drin. Aber auch das passt nicht. Und wir waren ja auch relativ schnell hier. Vielleicht ist es dieser Fluss hier? Aber der sieht schon sehr mächtig aus, der Fluss da hinten. Das hier ist ein Pupsfluss. Oder der Mekong ist vielleicht noch krasser. Vielleicht wirkt es deswegen hier nur so winzig. Aber Richtung Osten treffen wir ja trotzdem nicht auf diesem Fluss. Und das Ding, das wird's nicht sein. Also den einzigen Fluss Richtung Osten, den wir treffen, ist der Mekong. Oder wir sind hier drin. Dann wären wir jetzt hier irgendwo, aber so sieht das nicht aus. Außerdem müssten wir denn über den Fluss gefahren sein, um zur 316 zu kommen. Da kann ich mich nicht dran erinnern. Und ich kann mich auch nicht an den ganzen anderen Abweichungen erinnern. Hier hinten. Guck mal, wir wären an der 4007 vorbeigekommen. Die hätten wir gesehen. Wir sind die ganze Zeit nur gerade gefahren. Das heißt, wir sind ja hier. Aber wie kommen wir denn dann an den Fluss ran?
Gut, vielleicht ist der Fluss nicht eingezeichnet, dass es hier noch einen Fluss gibt. Das kann sein. Meinst du den See? Aber an den kommen wir ja nicht östlich ran. Es gibt ja keine Route östlich hier an den See ran. Und auch an dem See nicht östlich. Und das Ding sah schon sehr verdammt nach langem Fluss aus. Und der Fluss hier, der kann es nicht sein, der ist mitten in der Stadt oder der See. Das passt also auch nicht. Okay, wir müssen nochmal. Wir fahren mal nach Süden. Wir müssen das jetzt sukzessive auflösen, das Problem. Okay, nach Süden geht's nicht weiter. Dann geht's nach. Um eine Ecke, dann geht's wieder nach Süden. Südosten. Nochmal Süden. Und dann sind wir schon drauf. Und du bist schon die 316 gewesen, nicht wahr? Und die geht schon Südost-Nordwest. Der Stein war doch hier irgendwo direkt. Hier. Den hatten wir. Südost-Nordwest. Südost-Nordwest. Das heißt, wir sind hier. Direkt. Dann sind wir hier rangekommen, aber da sind Häuser. Und wir sind nicht um so eine Kurve gefahren. Wir sind doch nicht auf der 413, von der wir kommen. Ja, ich würde dann eher sagen, wir sind hier drin. Oder? Warte mal, wir kamen von Nordosten. Norden, Osten. Ja, wir sind hier drin und hier ist ein Fluss, der nicht eingezeichnet ist oder ein Gewässer. Hier ist Platz, nicht? Dass hier so ein Gewässer irgendwo langkommt. Das wäre das Einzige, was ich mir erklären könnte. Wir fahren mal nach Nordwesten, das wäre hier, Norden, Osten, Süden, Westen. Und das geht jetzt die ganze Zeit so, mit einer leichten Kurve nach Norden eher. Ich meine, das könnte auch hier sein, aber dann geht eher eine Kurve nicht nach Norden. Und die geht schon. Könnten wir hier vielleicht sein? Ja, selbst dann würden wir von hier rauskommen. Könnten aber auch hier sein, Nordwesten. Würde auch passen. Aber warte mal, wenn wir dann nach Südosten fahren, müssten wir auf die 2034 kommen sofort. Wenn das stimmt. Vorhin sind wir ja nach Norden gefahren. Oder? Ich guck einfach. Also hier sind wir. Nee, vorhin sind wir hier lang gefahren, nicht? Und dann sind wir auf die 2212 direkt gekommen. Okay, wir sind direkt an der 212 im Südosten. Wartet. Also wenn wir hier direkt an der 212. Aber warte mal. Wir fahren nach Südosten. Auf der 316. Und komm auf die 212. Wie soll denn das funktionieren? Hier passt doch irgendwas hinten und vorne nicht. Also unsere geht nach Nordwesten weg.
3009. Das ist verwirrend. 3006 ist hier. Nicht, dass es noch eine 3016 gibt. Wo geht die 212 weiter? Die hört hier auf. Okay, also hier hört die auf. Wow. 2015 und dann geht die hier am Wasser entlang. 2004, 2009. Hier wäre die 2009. Die geht auch nicht auf die, doch hier. Aber die kommt von Süden und hier geht die aber in den, doch genau, die geht nach Süden ab. 2016, Ruhe, oh, Alter, wollt ihr mich verarschen? Alter, was ist denn das für eine Darstellung? Das ist die 3016. Ja, Lecco Mio. Natürlich. Okay, ohne die 3009 hätte ich das nicht gesehen. Wir sind hier in der Scheiße. Und das erklärt auch, warum wir an den Mekong kommen. Das ist unsere Straße hier. Und dann stehen wir nämlich hier. Bam. Alter, Verwalter, Alter. Warum bezeichnet man denn... Okay, also Straßensysteme auf jeden Fall anders wild. Okay, wie weit nach Osten? Wie viel haben wir da? Wir kreuzen eine auf jeden Fall. Und das war's schon, nicht? Und dann geht's direkt bis zum Mekong ran. Das heißt, wir haben eine Kreuzung. Banks. Und die Straße, die hier reingeht... Gut, die gab's damals vielleicht noch nicht. Das heißt, Richtung Südosten 2 und wir müssten direkt an der 316 sein. Ich habe Angst, dass ich hier eine Kreuzung überspringe. Südosten 1 und Südosten geht nicht weiter. Ach ja, Südosten 1, Südosten 2 geht nicht weiter. Hier rum, okay. Süd, Norden, Osten, Süden. Südwesten müssen wir mal. Südwesten, wartet. Südwesten, hier in die Richtung. Das war 1. Und das ist die 316 dann schon. Okay, das stimmt. Dann stehen wir genau dortikus. Was ein Scheiß! 2,61 Meter. Ja, damit hast du nicht gerechnet, Thailand. Wir mussten echt nicht so viel fahren. Sonst fahren wir durch halb Thailand, um herauszufinden, wo wir sind. Das mit der 3016 war echt eine miese Nummer, oder? Also wir haben drei 3016er in diesem Land gefunden. Das ist schon echt übel. Also ohne die Kombination aus der 212 und der 3009 plus der 3016er bist du doch total aufgeschmissen. Wahrscheinlich gibt es auch noch eine andere 3009 an der 212. Unglaublich. Okay, aber wir haben es ja geschafft. In nur einer halben Stunde. Da haben wir ja noch genug Zeit für die anderen beiden Runden. Oh. Oh, die Kamera wobbelt. Eieieiei. Autoparts. Lusan Towning. Okay, von wann sind die Bilder? Steht nicht da. Die Sonne ist im Nordosten. Ja, Nordosten. Lujan. Ah, wisst ihr was? Auf die Runde erstmal einen Schluck. Prost!
Prost, so ist es nämlich richtig. Ich finde es zwar traurig, dass mein eigener Bot mir nicht mehr folgt. Deswegen kann er nicht mehr die Follower-Emotes machen. Deswegen solltet auch ihr folgen, weil dann habt ihr ganz tolle Emotes. Ella Street. Ganz ehrlich, das ist doch irgendeine komische Insel. Das sind doch nördliche Marianen. The Bottom. Jungferninseln, irgendwas. Wir können nicht weiterfahren. Scheiße, wir sind in einer Sackgasse. Weil in die Richtung werden wir auch nicht weiterfahren können. Wir werden nicht mehr Informationen kriegen. Das war's. Juan Q. San Miguel. You tip us, we will tip you. School safe, Guam. Okay, wir sind in Guam. Das macht auch Sinn. Nördliche Marianne und Guam hätte ich nämlich auch so vermutet. Nicht Palm, Insel, es sieht amerikanisch aus, Guam. So, jetzt können wir aber nicht weiterfahren. Jetzt ist die Frage, finden wir die Juan San Kumigel Dings? Also das ist unser bester Hinweis am Ende. Weil wir hinten auf den Schulhof kommen. 4 mehr werden wir nicht herausfinden. Das ist doch Kacke. Kann ich hier vielleicht irgendwo links rein oder so? Weil wir wissen ja nicht mal, in welcher Ecke der Insel wir sind, nicht? Wir sehen auch nicht viel. Hier können wir auch nicht reinfahren. Alter Busstopp, da können wir auch nicht reinfahren. Das sind einfach nur Wohnhäuser. Hier vielleicht, dass wir hier nochmal abbiegen können. Und hier sieht man wenigstens ein bisschen was. Und wir haben immer noch einen Ella Street Name, nicht? Ella Street. Ella Street. Ganz ehrlich, Ella Street, Ella Street, Ella Street. Das schreiben sie dreimal ran. So, aber. Und hier ist noch Ella und Ecke Sam. Also das werden wir. An sich würden wir es gut finden, wenn wir wüssten, wo auf der Insel wir sind. So, jetzt kommen wir nicht mehr weiter. Hier ist irgend so ein Aussichtspunkt Brunnen. Die Frage ist, warum kommen wir nicht weiter? Er muss ja irgendwo reingefahren sein. Ich würde sagen, im Nordosten ist ein Meer. Könnten also irgendwie sowas sein. Wir haben ein paar Berge, aber nicht so felsig. Hier in sowas vielleicht? Irgendwie so. Ja, jetzt müssen wir die ganze Insel absuchen. Das wird ein Spaß. Ella Street. Zum Glück ist Guam jetzt nicht so riesig. Immerhin wissen wir, dass es Guam ist. Langsam fahren. Ganz wichtig. Ja. Und wir stecken halt hier in irgendwie sowas drin, nicht? In irgendeine Endstation. Ella Street und wie hieß der andere? Sam. Ella, Sam und die Schule hieß Juan Q. Ella, Sam, Notre Dame. Können aber auch hier in so einer Ecke nur drin sein. Oder hier. Vielleicht gibt es die Schule auch nicht mehr. Hier sowas könnte auch gut sein. Wir haben halt zu wenig Hinweise. Das Einzige, die Straße verläuft wie Nordosten. Nordosten, so verläuft die ein bisschen. Das heißt, Ella und Sam so. So eine Ecke wäre ja auch super. Genau sowas erwarte ich eigentlich, nicht? Hier die Schule.
Und dann, hier kommt man nämlich nicht durch und wir kommen nur in die Richtung weiter. Genau so ein Gebiet wird das sein. Nur irgendwo anders. Juan Kus. Okay, Juan Ku, wo bist du? Zhu Jan. Wir kommen der Sache näher. University, das ist zu viel. Wir sind nicht so dicht besiedelt. Ordot. Agudan. Hier sind auf jeden Fall viele Heights. Und es muss ja eine einzelne Straße sein. Muss eigentlich recht gut erkennbar sein. Sowas hier vielleicht. Ja, das sind natürlich Laufrouten. Jaus Rios. Nachher sind wir in sowas drin, nicht? Und dadurch, dass hier Berge sind, nehmen wir das einfach jetzt anders wahr auf der Karte, als es in Wirklichkeit ist. Elementary School steht hier überall, das heißt ja nur Grundschule. Middle School und so, nicht? Community Center. Du musst schon, wenn, brauchen wir schon dieses Juan Ku. Darum geht's ja. Juan Ku San Miguel. Das ist das Wichtige. Wenn wir den Jungen sehen und dann noch eine Ella Road, nicht? Hier, Finnegan Elementary School. Vielleicht macht unsere Straße auch so einen Bogen auf so eine. Ich hoffe mal nicht. Ich hoffe mal, dass wir wirklich so da rangehen. Uppi. Gibt es vielleicht einen Bezirk, Juan oder so? Oder Q? Agenda Heights. Steht hier vielleicht irgendwas anders? School Safer. Vielleicht hier bei dem nochmal. Da stand doch auch noch irgendwas. Lujan. Speed Auto Parts. Da steht ein Straßenname noch. Lujan Street. Okay, wir sind also in der Lujan Street. Ecke Ella, Ecke Sam. Mit der Schule. In Janja. Ich hoffe, die wird halt auch angezeigt. Wenn die natürlich dann in der Zoom-Stufe nicht den Namen anzeigt, dann bin ich auch aufgeschmissen. Lujan's Point. Interessant. Aber wahrscheinlich ist Lujan denn so ein lokaler Held mal gewesen oder irgendwas, nicht? Oder der Gründer oder irgendwas. Und dann heißt jede zweite Straße und Schule nach ihm. Ist dann natürlich auch Joe's Q oder Rosé Q. Oh, Kingdom Hall. Finley Drive. Ja, da brauchst du echt Ausdauer jetzt. Wir haben wahrscheinlich schon dreimal drüber gezoomt. Kannst du nicht nach oben zum Parkplatz fahren? Nein, wir stecken hier komplett fest. Das ist das Problem. Wir können nicht nach links, wir können nicht nach rechts, wir können nirgendwo hinfahren. Hier ist auch kein Parkplatz, das ist halt Private Property, nicht?
Ich frage mich halt, warum das Google Auto nicht hier, also normalerweise gibt es immer einen Ausweg. Also da muss die Kamera da vorne halt ausgegangen sein. Oder irgendwas. Warum, aber warum nimmt man das? Vielleicht sind es alte Aufnahmen und das gibt's gar nicht mehr so. Dass die Schule weg ist und jetzt eine Durchfahrtsstraße. Aber selbst dann müssten wir wenigstens den Ella sehen. Und Sam. Und ich meine, so viele Straßen gibt's ja nun nicht, nicht? Also wir können das hier einmal abgehen, wir können einmal das abgehen und das hier. So, das hier haben wir schon. Also hier unten, ab da ist es nicht. Ist vielleicht ganz gut, wenn wir uns das so einteilen, dass wir immer ein so ein Ding nehmen und dann das durchgucken. Jean de Paris, immerhin das. Okay, das können wir ausschließen, das können wir ausschließen, das können wir ausschließen. Hier ist keine Ella. Das können wir ausschließen. Dann nehmen wir erstmal die kleineren. Das geht schneller. Und dann war es doch auf den nördlichen Marianen und nur eine Werbung für Guam. Nicht? Für hier Guam Crime Stoppers. Dann wäre ich richtig aufgeschmissen. Juan Muna, George Washington School. Okay, das können wir auch wegmachen bis hier. Warte, dann gehen wir gleich hoch. Und wir fahren ja nordöstlich in so einer Kurve auf einer einzelnen Straße. Das Problem ist, wir könnten auf so einer Straße sein und daneben sind 1000 Straßen, aber wenn wir hier einen Hügel haben, dann sehen wir die anderen vielleicht einfach nur nicht. Hier haben ganz viele keinen Namen. Ich habe mir gerade das Falsche ausgesucht, nicht? Das Außen ist am größten. Aber da ist auch am wenigsten los. Powerplant und Co. Industrial. Hier wird es nochmal interessant, aber hier ist viel zu besiedelt. John F. Kennedy High School. Also da würde es mich wundern, wenn wir hier drin sind. Okay, das heißt, jetzt haben wir einmal komplett außen abgehandelt. Jetzt dieses kleine Ding. Hier, da sind wir. Sam, Ella, Jacou. Nur, die habe ich vorhin gesehen, aber ich habe nur JQ gesehen und nicht Jean an Juan Ku San Miguel gedacht. Hier stehen wir. Und guck mal, die Straße können wir nicht einfahren und die auch nicht. Warum auch immer. Deswegen kommen wir nicht raus. Warum kommt der hier nicht raus? Keine Ahnung. Wahrscheinlich ist er von hier reingefahren. Und damit er das nicht doppelt hat, hat er das nicht aufgenommen, weil das ein Kreis ist. Ja. Aber wir kommen halt hier drüber nicht raus. Das ist das Komische. Eigentlich müssten wir hier drüber, wie du schon gedacht hattest, rauskommen. Aber vielleicht war das früher keine Straße. Es sieht nämlich so aus, als ob es bei uns keine richtige Straße ist. Und deswegen kommen wir hier drüber nicht weg.
die wurde vielleicht erst später so richtig gebaut oder so, keine Ahnung. Okay, aber gefunden und wir stehen direkt dort, nicht wahr? Ah, Finish, 3,32 Meter. Ah. Da ist ja kein Parkplatz, ist ja eigentlich eine Straße. Da stand halt nur ein Auto, weil das eine Autoverwertung ist. Aber Sam und Ella waren jetzt gut. Vor allem, ich war hier, ich hätte die beiden eigentlich machen wollen und bin erstmal hier komplett außen rumgelaufen. Stell dir mal vor, ich hätte jetzt gesagt, okay, ich mache jetzt das hier. Dann hätte ich das als letztes gemacht von allen Kästchen, nicht? Oh Mann, was genau in der Mitte gewesen. Und damit kommen wir zu Runde 3. Und wir sind in, ich sag's ungerne, ich würde sagen Albanien oder Griechenland. Aber ich habe, glaube ich, Griechenland ausgeschlossen, weil ich keinen Bock mehr drauf hatte. Könnte aber auch noch Jugoslawien da unten die Ecke sein. Wie heißt das jetzt? Kroatien, Mazedonien, Türkei oder irgendwo nicht Europa. Könnte auch noch sein. Holiday Inn. Le Grand Casino Épinal. Kennzeichen. Zeig mal dein Kennzeichen. Wir sind nicht in Europa. Okay, das ist schon mal gut. Astibo, was sagt denn die Sonne? Die Sonne steht genau im Westen. Ah, Süden. Obwohl, da ist die Sonne. Ja, genau westlich. Also leicht im Süden, also sind wir im Norden. Ja, aber irgendwas Osteuropäisches, nicht? MK Nordmazedonien? MK? MK war doch... War das nicht Nordmazedonien? MK oder Montenegro? MK. Aber warum? MK... Was war MK? Vitaminka. Montenegro? Aber warum denn mit K? Nordmazedonien. Aber warum K? Nordmazedonia. Da ist kein K drin. Mazedonia? Schreiben die das mit K? Montenegro hat ja auch kein K. Oh, ich kenne die englische Bezeichnung nicht. Na, einer von den beiden ist es auf jeden Fall. Sieht auch halt sehr nach griechischer Gegend einfach aus, nicht? Dann passt das schon. Hallo Toastknusper. Toasterknusper. Interessant, Lijo, du hast zuerst Hi Toaster Knusper gesagt und dann kam erst Toaster Knusper mit Hi bei mir im Chat an. Sehr interessant. Delays sind wild. Makeonia, okay, ach so, weil man die russische Schreibweise heranzieht für die Topländer-Domain auf Englisch? Okay, das ist interessant. Könnte natürlich sein, dass da das herkommt. Trojaci. Aber meine erste Vermutung war ja Albanien, nicht? Also, so schlecht ist es ja gar nicht. Also Griechenland, Schrägstrich Albanien. Ich wusste aber, Griechenland habe ich ausgeschlossen. Weil die Länder hier sind wenigstens zweisprachig. Da kann ich dann wenigstens was lesen. Aber Griechenland ist einfach so ein Ass, was Straßenfindung angeht.
Da habe ich wirklich selten Lust drauf. Also das hat mir regelmäßig die Laune verdorben, die letzten Male. Da landest du auf irgendeinem Tempelberg von Athene und dann bist du 2000 Kilometer im felsigen Gestein unterwegs und die schreiben nicht mehr ran, wo du bist. Und die Hauptstraße sieht aus, als ob da irgendwie ein Eselweg ist oder so. Das nennen die denn Hauptstraße. Also Griechenland ist wirklich arm dran, muss man mal sagen, an manchen Stellen. Zumindest auf Google Maps. Nee, ich sehe die Effekte ja nicht. Die sind ja für euch die Effekte. Oh, krasse rote Wand auf jeden Fall. Und Jay ist immer gut. Und wer Joel nicht kennt, der schreibt Joel in den Chat. Aber wer 7TV nicht hat oder Wetter Twitch TV, wird das auch nicht erfahren. Und ich hab die auch nicht. Also von daher, ich weiß es nur aus anderen Gründen. Boah, ich glaube, ich hätte in die andere Richtung fahren sollen. Ich meine, sieht ja super schön aus. Und wenigstens sind wir auf einer vernünftigen Straße. Hier fahren LKW, das bedeutet, in wenigen 100 Metern dürfte auch ein Hinweis kommen. Und wenn wir dann ungefähr wissen, in welcher Ecke wir sind, dann müssen wir von der großen Straße, die Nordost hier führt, einfach nur abgehen und dann haben wir es ja schon. Ist halt nur die Frage, wann kommt der Hinweis? Und wir müssen aufpassen, wir haben Nordmazedonien nur aufgrund eines LKWs, der auch in Albanien fahren könnte. Nicht wahr? Das ist ganz gefährlich. Ich meine, wir nehmen es jetzt mal in die nähere Auswahl. Wow. Coole Aussichten auf jeden Fall. Aber ich habe mir schon mal reingejagt, nicht? Da dachte ich, wir sind in Niederlanden und dann waren wir in Belgien, weil der niederländische LKW einfach über die Grenze gefahren ist. So was soll vorkommen. Oder in Afrika war ein deutscher Schweinetransporter. Ja, gut. Dass das dann nicht Deutschland war, war einem schon irgendwie bewusst, aber es war trotzdem komisch, einen Konvoi von deutschen LKWs da zu finden. Das Google-Auto wird regelmäßig überholt. Wir fahren ja auch dem LKW hinterher. Wir überholen den ja nicht. Und ich glaube, die LKW fahren jetzt nicht so schnell. Und da gibt es bestimmt ein paar nervöse Nasen, die eine durchzogene Linie nicht so als durchzogen wahrnehmen, wie sie sein sollte, nicht wahr? Hm. Ich meine, das ist ja auch eher, wie sagt man so schön, eine Geschmacksvorlage, nicht? Guck mal, der LKW fährt ja auch drüber. Ist halt einfach so. Ach, und guck, weg ist er. Und schon sehen wir die schönen Felder am Rand. Herrlich. Gut, aber ein Schild wäre trotzdem mal schön. Also das haben die Länder da unten auf jeden Fall alle gemein, dass sie, also selbst Afrika schreibt mehr ran, wo man ist, als irgendwie Nordmazedonien und Griechenland. Ich meine, das Spiel kann man auch nur so lange machen, solange es überhaupt noch solche Schilder gibt. Nicht? Ich denke mal, irgendwann wird alles digital sein. Die Autos werden von alleine wissen, wo gerade welche Schilder gesetzt sind. Die werden digital einfach eingespeist ins System. Und da wird keiner mehr ein physikalisches Schild irgendwann aufstellen. Einfach um die Kosten dafür zu sparen. Das Lustige ist aber, irgendwann wären die Software-Systeme so komplex, dass sie genauso teuer sind, wie wenn du die Hardware behalten hättest. Du tauschst ja einfach nur irgendwann das ein, nicht? Und dann steigen irgendwann die Kosten für die Software. Server werden teurer, Strom wird teurer und ja,
Also du gewinnst eigentlich auf lange Sicht nichts, du gewinnst kurzfristig mal ein bisschen was und dafür hast du aber Anlernzeit, Systemaufbau, nicht? Das kostet ja auch Geld. Ich meine, ich sag nicht, dass die digitalen Systeme schlechter sind als physikalische, aber ich denke nicht, dass in 200 Jahren noch irgendwo Schilder großartig aufgestellt werden. Also physikalische Schilder. Stopp, umdrehen, ich drehe nicht um. Vorwärts, es geht nur vorwärts. Da war ein Schild, ja, aber ich fahre jetzt nicht für irgendein Schild zurück. Da war vielleicht Tunnel, Überholverbot. Und wenn da ein Schild war, weil es eine Abfahrt gibt, dann gibt's das auch nochmal. Zum Beispiel hier. Aber was soll ich damit anfangen? Faris, wir brauchen ja ein richtiges Schild. War vielleicht eine Werbung, dafür fahre ich nicht zurück. Ich habe schon erlebt, dass die Schilder einfach auf der Rückseite weiß sind. Gerade in Griechenland hatten wir das dreimal. Oh, guck mal, ein Autobahnschild. Es ist weiß. Einfach weiß. Von der Sonne ausgeblichen. Es wurde nie erneuert. Und die Schilder hier sehen auch nicht gerade aus, als ob sie die frischesten am Straßenrand sind. Okay, die Autos hier sehen auch nicht aus, als ob sie die frischesten sind. Was ist das bitte? Ist das ein Traktor? Ist das ein Flugzeug? Ist das ein... was soll das sein? Wie heißen die Boote in den Everglades hier, die hinten so einen Propeller haben? Kann es aber auch nicht sein. Das ist auf jeden Fall... Ja, jetzt so überholen wir endlich. Es ist ein Traktor. Ach, hinten, das sind Kabel. Boah, das erkennt man ja nicht. Eine Kabeltrommel mit Ventilator. Okay. Naja, gut. Wenn sie meinen... Was haben wir hier? Auch so einen kleinen Puffelort, nicht? Raeck. Wahrscheinlich gibt es auch in Nordmazedonien irgendwas wie Schilder am Straßenrand, die ich nur nicht wahrnehme. Ja, aber was ist Faris? Ist Faris ein riesiger Ort? Den suche ich ja jetzt nicht. Ich will die Straßennummer. Ohne Straßennummer gucke ich gar nicht auf die Karte. Und suche ich 30 Minuten, bis ich den Ort finde, dann kann ich auch 20 Minuten nach den Straßennamen fahren. Dann sehen wir wenigstens was von der Gegend hier. Warum sollte ich in ein kleines Dorf fahren, wenn ich auf einer großen Autobahn bin, wo ich mehr Hinweise kriege als im kleinen Dorf? Das macht ja gar keinen Sinn. Nach Paris wäre ich vielleicht eingebogen. Aber nach Faris oder Faris weiß ich jetzt nicht. Nach Skopje oder so wäre ich auch noch eingebogen. Ich glaube nicht, dass es hier eine Autobahn ist. Drenovo. Aber, also die Namen sagen mir was. Ich glaube, ich war schon mal auf dieser Straße. Also für eine Autobahn würde ich sagen, ist das zu... Guck mal, hier, da kommen wir doch mal. Ja, WC in 2000 Metern. Wer jetzt muss, bitte Bescheid sagen. Wir sind schon über einer Stunde. Oh, Aufnahmezeit. Ich wette, wenn ich von dem Punkt, wo ich auf diese Straße gekommen bin, in die andere Richtung gefahren wäre, hätte ich sofort ein Schild gehabt. Sofort. Aber nein, ich habe mich natürlich für die Richtung entschieden, wo ich erstmal 200 Kilometer fahren muss, bis irgendwas Sinnvolles kommt. Ich meine, immerhin sehen wir Landschaft. Guck mal, da, jetzt reden wir drüber. Und das ist natürlich ausgeblurrt, natürlich. Ja, na klar. A1, wow, wir sind auf der A1 oder an der A1. Und... Das heißt irgendwo hier wahrscheinlich, nee, A1, aber
Hier. Irgendwo hier. A1, da. Dann sind wir auf der hier, auf der R1102. Oder sowas. Belves, ja. Genau, und wir kommen zur E75 A1 irgendwo und fahren parallel zu der. Weil wir sind nicht auf einer Autobahn. So, und jetzt Richtung Süden, Kavadarci. Kavadarci. Okay, dann würde ich sagen, dann müssen wir... Warum würde aber nicht Negotino dran stehen hier, wenn wir da sind? Und warum würde hier nicht Rosoman noch dran stehen? Steht ja direkt Caravaggi dran. Das heißt, wir sind vielleicht... Ja, aber durch Posoman sind wir auch nicht durchgefahren. Gut, Südosten. Ich meine, die führt direkt parallel zur Autobahn, aber ich sehe hier keine Autobahn. Und unten drunter geht die Autobahn auch nicht. Haben wir im Fluss rechts die ganze Zeit? Was sagen die Berge denn? Wir sind ja relativ hoch. Und im Südwesten sind große Berge. Okay, hilft mir noch nicht so viel, wie ich gewünscht hätte. Guck mal da vorne auf das Schild. Da steht doch bestimmt noch mehr. 41 Kilometer, 16 Kilometer. Können wir damit eingrenzen? Ich halte mal unser 20-Kilometer-Ding. Also Belweg ist 40 weg. So. Bis zu diesem Punkt hier sind 20. Das heißt, wenn wir weiterziehen, so bis zur A1 in 20. Das heißt, wir sind irgendwo hier. Vor dem Punkt hier. Aber dann müssten wir ja trotzdem die Autobahn irgendwie parallel haben. Wir sind an diesen ganzen Sachen nicht vorbeigekommen. Vielleicht sind wir auch nur auf so einer scheiß Landstraße. Hier auf sowas. Nee, da würden die LKW nicht langfahren. Oder sind wir... Aber hier? Da müssten wir jetzt in dieser Stadt sein. Wie fahren wir denn die ganze Zeit? Wir fahren Nordosten. Ja, das würde schon hier hinkommen. Dann müsste jetzt Rossoman eigentlich kommen als nächstes. Was steht auf dem Schild? Stobi Winery. In 18 Kilometern. Ganz wichtig. Eine sehr zuverlässige Tankstelle. Sieht gut aus. Wir drehen uns mal um. Hier sind ja auch Schilder. Orit Prilip kommt als nächstes. Prilip wäre da, ja. Und Orit ist irgendwo unten, oder? Orit? Orit ist doch auch irgendwas Größeres, oder? Das habe ich auf jeden Fall auch schon mal gelesen. Okay, Prilip und irgendwo Orit, wo auch immer es sein mag. Da hinten, genau. Und das geht nach hier nach Süden ab. Nach Süden. Hier sind wir. Aber das ist auch zu krass, oder? So sieht das hier nicht aus, die Stelle. Orit 143, Prilip 38. Ja, würde ungefähr
Ich würde eher sagen, dann sind wir eher hier, oder? Auf der. Aber dann würde Khalid nicht in 16 sein. Also, dass das die A1 sein soll, macht mich schon ein bisschen traurig. Ah, aber okay, die Abbiegung sieht wirklich so krass aus. Okay, das ist die. Hier ist der Doppelteil. Und die zwei Links-Rechts-Dinger, okay. Und gegenüber, das ist also die 107. Wow, die können wir nicht mal reinfahren. Die hat... Hallo, Google? Danke. Die hätte ich gar nicht wahrgenommen als Straße dadurch, nicht? Oder? Stand doch eben 107 oder sowas da. Ach nee, das ist die 107. Okay, ich dachte das hier. Das heißt, das ist echt die A1, das ist traurig. Dass das die A1 ist. Okay, jetzt ist es aber doch scheiße, weil wir mitten auf dem Feld stehen. Nordost, Südwest. Das ist hier überall der Fall. Schöne Scheiße. Vor uns ist ein Hügel. Ich würde sagen, wir stehen hier. Das ist der Hügel. Und das hier ist das Ding. Da müsste hier rechts... Ja, das Ding ist das hier. Da stehen wir. Jetzt ist die Frage, wie weit stehen wir von dieser einen Straße weg? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Okay, fast am Ende. 10, 11, 12... 13, 14, ist das die Straße? Wenn wir wirklich hier stehen vielleicht, oder noch weiter. Okay, wir gucken mal noch. Und hier kommt auch die Kurve. Weiß nicht, ob das die Straße ist. Weiß ich jetzt nicht. Aber gut, wenn das hier die Autobahn ist, dann ist das andere wahrscheinlich. Und hier geht's direkt in die Kurve, nicht? Südwesten, langgezogen und dann auf die nächste Gerade. Das heißt, wir stehen wirklich hier. Monument of the Macedonian Partisans. Ja, wahrscheinlich stehen wir vor dem Ding. Aber wo soll das hier sein? Monument. Also Monument würde ich ja erwarten, dass man das irgendwie sieht, dass es irgendwie gepflegt ist. Aber hier ist ja einfach nichts. Gut, vielleicht ist das so ein Pseudo-Monument. Oder das da ist das Monument. Kurz vor der Tankstelle wäre Faris. Ja, okay. Das schenken wir uns jetzt mal, nicht? Dass wir das noch abchecken. Ist dieser Beutel das Monument? Ah. Also ich würde ja wenigstens erwarten, Stein oder irgendwas hier dann zu sehen. Die Auffahrt sehen wir auch nicht. Tja, was sagt er? Stehen wir richtig oder nicht? Du sagst es woanders. Du sagst, die Stelle ist falsch. Ah, das ist das Monument. Ja, okay. Sehe ich doch eindeutig. Hier haben wir eine Brücke. Ist da ein Fluss? Wahrscheinlich ist hier ein Fluss oder nur eine Schlucht. Ah, sieht man nicht. Haben wir eine Schlucht oder einen Fluss? Hier ist irgendwas.
Aber wir fahren ja nicht solche Kurven. Wir können höchstens auf so einem kurzen Stück hier gerade stehen. Aber unseres geht schon sehr lange gerade. Und so weit unten würde ich nicht sagen, dass wir sind. Weil wir haben auch nicht neben uns so ein Bergmassiv. Also das, da sind wir definitiv nicht. Wir gucken auf den Felsen Richtung Süden genau. Auf den hier. Und das wäre genau hier, nicht? Das ist der Ausläufer. Wir stehen hier. Und die Frage ist Richtung da. Wir gucken mal Richtung Westen. Da haben wir, warte mal, Straße geht Richtung Südwesten. Und Richtung Westen geht eigentlich eher so, nicht? Nee, noch steiler. Nee, eher so. Gucken wir auf das Ding. Und das ist das hier, der Ausläufer. Ja, so dicht sind wir nicht dran. Durch das Teil sind wir auf jeden Fall gefahren. Wir könnten hier an so einer Stelle stehen. Aber hier ist nämlich auch flacher. Aber unsere Straße ist schon sehr lang gerade. Das ist eigentlich viel zu kurz, so ein Stück hier. Das ist viel zu wellig. Aber das ist viel zu hügelig, nicht? Würde ich auch sagen. Weil hier geht's erst flach und dann steil hoch. Und hier geht's direkt steil hoch. Aber das passt auch nicht hundertprozentig. Das hier hinten ist Quatsch, nicht? Das ist viel zu weit. Oder sind wir sogar hier? Sind wir so weit gefahren? Das glaube ich nicht. Sowas haben wir nicht gefahren. Sieht gut aus da. Bin ich nicht überzeugt. Da guck mal, wie lang das hier geht. Das tut's hier ja nicht. Das macht alles Bogen. Das ist die einzige Stelle, die gerade geht. Oder die hier. Aber dann wären wir sofort dahin gekommen. Ich bin jetzt eine halbe Stunde gefahren, um dahin zu kommen. Da hilft nur eins. Ihr wisst, was hilft. Das magische Miesmuscheltuch. Ihr wisst, was ich meine. Es kommt, wie es kommen musste. Paint! So. Norden, Osten, Süden, Westen. Zack, zack. Wir haben einen wunderschönen Comparinos. Oh, und wenn ich das noch richtig platziere, so, dann sieht man auch alles davon. Wir starten. So, die Straße geht in Nordosten. So, und wir starten da. Der ist zu sehen. Ich sehe ihn nicht. Wenn du ihn siehst, ist es schön. Ich sehe ihn nicht. Ich wüsste nicht mehr, dass Trujaji ein Ort ist. Geschweige denn, dass der Ort da im Tal Trujaji ist. Das weißt du vielleicht, wenn du auf Google gegoogelt hast. Oder selber schon da warst. Aber ich weiß es nicht und kann es auch nicht wissen, also weiß ich es nicht. So, jetzt geht es nach Osten rüber. Und dann geht es wieder nach Nordosten. Okay. Ja, gut. Dann ist da ein Ort. Ja, und was soll ich mit dem Ort anfangen? Da sieht man Ort. Ja, hier sind überall Orte.
Das hilft einem doch nicht. Das ist ja auch nur eine Glaubensvermutung. So, dann geht's wieder nach Osten. Ich mach meine Taktik, du kannst deine Taktik machen. Ich gesse, wie ich gessen für richtig halte. Indem ich mit Paint male, wo wir sind. So, ist das eine Straße? Nach Südosten. Ich deute es mal an. Ich deute das mal an, dass da was sein könnte. Durch die ganzen LKW sehe ich aber nicht alles. Okay, es geht weiter nach Osten. Das ist ungefähr so, als wenn jemand sagt, na, anhand des Schildes weiß ich, das ist Kilometer 365 in Nordmazedonien. Ja, also, wenn man das weiß, ist es ja schön für einen. Hier ist noch eine Straße. Ich weiß sowas nicht. Und die geht nach Süden. Dann geht sie nach Westen. Und dann weiß ich nicht, irgendwie. So, vielleicht sehen wir die. Und die ist in einer Kurve nach Nordosten. So, und was haben wir hier? Ein Stein. Und da haben wir eine Straße, die nach Nordwesten abgeht. Und dann so macht und dann so macht. Und wir fahren weiter nach Nordosten. Und hier kommt wieder eine Schlucht. Warte mal. Da ist was Wichtiges. Ich glaube, da oben ist ein Tunnel. Oder? Nee, ist nur ein Haus. Ich dachte, das hier ist ein Tunneleingang. Aber das ist ein Baum, der vor dem Tunnel ist. Vor dem Berg ist. Okay, und jetzt geht die Straße nach Nordosten wieder. So, und dann geht sie rum. Und hier ist irgendwas, irgendein Bergbauding. Nicht? Okay. So, daran können wir uns orientieren. Das würde ich sagen, das passt. So, Nord und dann so. Jetzt die Südsache machen wir nur ein Stück. Wir gehen nach Südwesten. Leichter Bogen nach. Eigentlich geht es eher nach Südwesten, nicht? Noch stärker nach Südwesten. Um dann nach Westen zu gehen. Also eigentlich eher so. Maus, so. Vielleicht. Hast du gebogen. Und dann sehr lange, sehr gerade nach Südwesten. Okay. So, finden wir Kamelohone. Dann sind wir glücklich. Tublister sehe ich. Farisch. Pupajida. Bordodica. Ja, das ist natürlich auch wieder dumm, wenn die Orte, die dran stehen, nicht auf der Karte sind. Church of Trinity. Warum steht der Ort denn jetzt nicht da? Das hätte doch so schön sein können einfach.
packe eine. Ich glaube, da müssen wir doch noch fahren. Oder wir gucken jetzt mal, was wir gezeichnet haben. Mal gucken, vielleicht hilft das ja schon, ob wir sowas sehen. Also das ist zu steil. Das hier könnte das mit dem Langgezogenen schon sein. Aber selbst dann, das könnte diese Straße sein und das könnte die andere sein, die da abgeht, wo wir nicht wissen, wo sie lang geht. Das würde zumindest beide Haken machen. Das heißt, wir wären wirklich irgendwo hier. Wahrscheinlich vor diesem Knick dann. Weil dann geht's sehr gerade in die Richtung. Dann kommt der kleine Knick. Und hier. Hier müsste ja dann eigentlich der Ort abgehen. Tja. So, jetzt gucken wir nochmal auf die Berge. Also wenn ich nach straight Süden gucke, ich gehe mal an den Start. Nicht, dass ich nicht am Start stehe, das hatte ich oft schon. Also straight Süden sehen wir zwischen beiden Kuppeln durch. Jetzt ist die Frage, welche ist welche? Ich würde sagen, das sind die hier und die da. So, und wir gucken aber zwischen die beiden. Das heißt, wir sind quasi eher hier auf der Höhe. Ey, an der Fares sind wir vorbeigefahren. Nur lustigerweise wird Fares hier Farisch geschrieben, nicht? Ist also eigentlich schon wieder ein anderer Ort. Ich hasse sowas. Ist eigentlich auch ein Land, was auf die Liste muss. Kannst du nicht spielen. So, und der Berg, wenn wir nach Norden gucken, gucken wir an zwei Kuppeln vorbei. Das ist der im Hintergrund und das ist eher im Vordergrund. Wir gucken vorbei, aber eigentlich gucken wir eher hier rauf. Gucken wir südlich vielleicht eher auf die hier? Zwischen die beiden? Das würde passen. Dass wir hier zwischen gucken. Dann würden wir im Norden nämlich auf ihn rauf gucken. Dann ist es doch da, wo ich dachte. Ja, nach Westen. Ja, ist aber, das bringt uns ja nichts mehr. Das ist ja zu weit weg. Also, ich kann von da ja nicht zählen. Nicht? Also, ich muss ja hier wissen, wo ich bin. Auf dem Stück. Dass da eine Tankstelle kommt, ist genauso gut wie da kommt ein Dorf jetzt. Das ist viel zu weit als Merkmal. Man bräuchte halt hier eine abgehende Straße oder hier, dass man sehen kann. Und selbst die da, ist das wirklich die hier? Ich meine, das macht hier schon diesen Bogen, nicht? Das ist das Ding hier. Das ist der hier. Dann kommt die Kurve, dann zurück, das ist hier, Kurve zurück. Dann kommt die Gerade, das ist unsere, und hier hinter unserer Kurve kommt dieser Knick, der leichte, das ist der hier. Ganz ehrlich, ich log da jetzt ein. 1,45 Meter! Lecco mio, Alter, wie weit sind wir gefahren? Und in die andere Richtung wären wir wesentlich schneller gewesen. Richtung Prilep. Na, danke auch. Danke für gar nichts, Spiel. Aber wir haben es geschafft. Boah. Aber wie bist du auf Trojaci gekommen? Ich hab... Also, nicht, hier sind überall Dörfer. Davon mal abgesehen. Recek, Drenovo. Ja, also, es stand ja nicht mehr dran, als wir vorbeigefahren sind. Wie kommt man denn da auf die Idee, dass es da ist, nicht? Das sind immer Fragen. Aber was hat uns wieder gerettet? Paint!
Paint ist super für sowas. Ja, aber von oben, wie gesagt, es kann doch auch der Ort sein oder der Ort 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 oder der Ort. Also warum genau der Ort, nicht? Da habe ich dich. Das ist Trujachi, das sehe ich von oben. Genau, sehe ich von oben. Gut, aber wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder.